Ja, aber was ich auch noch sagen wollte bei der Gelegenheit, ihr merkt schon, diesmal habe ich eigentlich sogar tatsächlich mal relativ viele Sachen zu tun, die nicht explizit was, viele Sachen zu tun, ja, zu sagen, die nicht explizit was mit dem Spiel zu tun haben. Ich persönlich finde es eigentlich ein Unding, wenn halt Leute Ich bin alles, überladen. ja genau, alles immer in Google eingeben müssen. Und damit meine ich alles und nicht unbedingt wirklich was, was sie suchen. Es gibt halt Leute, die geben wirklich ihren E-Mail-Provider regelmäßig in Google ein. Also zum Beispiel mein ehemaliger Mitbewohner hat es gemacht. Der hat immer, immer oben bei Google gmx.de eingegeben. Der hat immer bei Google bild.de eingegeben. Wir sprechen jetzt mal nicht darüber, dass er bild.de-Leser ist. Ich will ihn jetzt hier nicht verunglimpfen. Er macht es eigentlich auch nur unter einem gewissen, ja, Erheiterungsgesichtspunkt. Es ist Gesichtspunkt. Es ist nicht so, dass er da seine Informationen hergenommen hat. Ja, aber das, ja, das, warum finde ich das so grenzwertig? Weil einfach, ja, es ist halt natürlich so, okay, Google hat halt da, weiß ich nicht, wie viele x-tausend Server am Laufen. Und die laufen halt, okay. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass auch eine gewisse Nachfrage natürlich auch dann dazu führt, dass halt mit der Zeit wahrscheinlich halt immer mehr Server dazu bereit, dafür bereitgestellt werden. Und die natürlich einen Haufen Energie verbrauchen. Und wenn irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, 1000 Menschen auf der Welt mehr jeden Tag alles bei Google eingeben, dann würde ich mal sagen, ist das schon mal ein Unterschied, als wenn das diese 1000 Menschen einfach nicht machen und wirklich nur Dinge bei Google suchen, die sie halt suchen. Also ich meine, es kommt natürlich auch darauf an, wie oft man im Internet unterwegs ist und wie oft man auch regelmäßig auf irgendwelche Seiten geht. Aber, also ich würde halt schon sagen, einen kleinen Unterschied macht es schon. Also ich meine, der Unterschied wird nicht relevant sein, aber einen kleinen Unterschied wahrscheinlich schon. Und irgendwoher, ja, hat es mal irgendjemand ausgerechnet, dass tatsächlich durch die Energiekosten der Server ist es tatsächlich so, dass man quasi eine Google-Suchanfrage mit der Energie gleichsetzen kann, die eine Energiesparlampe in einer Stunde verbraucht. Ist jetzt auch noch nicht die Welt, aber ich meine, das muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, trotz alledem. Und halt auch so ein bisschen, wie viel und wie oft manche Leute einfach bedenkenlos irgendwas in Google eingeben. Und also ich würde es jetzt nicht so krass ausdrücken wie mein Arbeitskollege, der eigentlich gefordert hat, dass jede Google-Suchanfrage vielleicht mal irgendwann Geld kosten müsste, damit die Leute einfach mal aufwachen. Also im Sinne von 0,0 2 Cent oder sowas. Also jetzt nicht, dass man irgendwie pro Suchanfrage 10 Cent überweisen muss oder so. Das wäre ja auch ein bisschen Käse. Ach, hier oben waren ja die Leute schon. Ich sollte vielleicht mal speichern. Okay. Aber dass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, dass es keine so große Selbstverständlichkeit ist, gerade halt in dem Zeitalter, wo halt ja, wo halt das mit der Energiegeschichte einfach mal so eine große, so eine Frage einfach ist, weil ich meine, unsere Energieversorgung, ja, steht halt auch immer noch auf einem anderen Blatt, inwieweit die halt gesichert ist für die Zukunft. Ich meine, klar, wenn man jetzt hier seinen großen Spielerechner in der Ecke stehen hat und damit alles Mögliche macht und Let's Play-Videos macht und die auf dem YouTube-Server hochlädt, macht es das eigentlich auch nicht besser. Das muss ich an der Stelle natürlich zugeben. Aber ich meine, auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, dass nur weil man halt irgendwie einen Aspekt da mal vielleicht ein bisschen an die Umwelt oder an Energiesparen oder sowas denkt, muss das ja nicht bedeuten, dass man das irgendwie konsequent innerhalb seines gesamten Alltags umsetzt. Und dass diejenigen, die das nicht machen, halt konsequent von diesem Gedanken befreit sind. Sondern solange wie man halt in irgendeinem Aspekt da so ein bisschen mal ein bisschen mit Bewusstsein rangeht und drüber nachdenkt, finde ich es eigentlich schon okay. Und ja, dann benutze ich halt Google mal lieber so ein bisschen eingeschränkter, mit ein bisschen mehr Verstand, sage ich jetzt mal, und mache halt dafür die Let's Play-Videos. Andere Leute machen das halt so und ja, es ist jetzt halt.
nicht unbedingt mein Bedürfnis, euch jetzt daran zu hindern, Google sinnlos zu benutzen. Weil, wie gesagt, auf der anderen Seite mache ich halt die Let's Play-Videos, das macht es ja auch nicht besser. Aber einfach mal so ein bisschen drauf zu stupsen, woran man halt mal auch mal wieder so denken kann, weil das ist halt ein Aspekt, wirklich, an den denken viele Leute nicht. Okay, und damit will ich jetzt das auch eigentlich schon langsam mal abschließen, weil jetzt kommen ja hier auch die Typen gleich. Und irgendwie habe ich das jetzt schon wieder ein bisschen vor mir hergeschoben, die zu triggern. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Und gleich kommen die Spinnen und die Wespe hinterher. Die Welt ist groß genug. Weicht eben aus und sucht euch einen anderen Weg. Immer mit der Ruhe. Ich wünsche keinen Streit mit euch. Ich möchte lediglich passieren. Ja, wir kriegen Erfahrung. Ja, das finde ich ist dann doch irgendwo die bessere Variante. Nicht unbedingt wegen der Erfahrung, sondern auch einfach wegen dem moralischen Aspekt. Einfach, ich möchte die halt wirklich ungern irgendwie aus dem Weg räumen. So wie Ordan, der Schwindler, der irgendwie aufgrund des Schwertestes einfach mal 8 unschuldige Passanten niedergemetzelt hat. Eine Schlange. Und tot war sie. Ja, das mit der Schlangengrube können wir ja eigentlich auch mal machen. Weil ich meine, das hat ja nichts mit irgendwelchen Aufträgen zu tun. So, und dann sind wir jetzt hier am Gasthaus. Wir laufen noch einmal drumherum, bevor wir reingehen. Oh, Hühnerhäuser. Und irgendeine Katze. Die uns bestimmt gleich angreift, sobald wir da reingehen. Das sind Kaninchen, bestimmt. Na komm hier. Ich tu dir auch was. So. Oh, ein Ork. Was machst du denn hier? Erfahrener Ork-Krieger. Oh. Okay. Ja, stimmt. Die gibt es ja dann natürlich auch noch. Das habe ich schon wieder vergessen. Das ist dann natürlich tatsächlich in der Tat nicht mehr so ohne. Wir könnten mal wieder Fleisch essen. Wollte ich nicht um das Gasthaus drumherum gehen. Ach, Mann, ey. Okay, ich speichere das jetzt jedenfalls mit den Leuten dort. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man irgendwie mehr oder weniger Erfahrung bekommen hätte, wenn man jetzt gleich am Anfang gesagt hätte, okay, ich mache euch bereitwillig Platz oder so. Naja. Sieht schon ein bisschen anders aus als das Gasthaus zum Blauen Eber. Also so einfach von der Bauart her. Ob das der zwergische Baustil ist. Jedenfalls steht da mal wieder jemand. Thibaut. Es klingt irgendwie fast so ähnlich wie der Typ. Achso, und hier ist das Haus mit der verschlossenen Tür, genau. Ja, ich habe leider vergessen, wie der Typ hieß, der besoffen vom Blauen Eber rumgelaufen ist und die Leute beklaut hat. Okay, nichtsdestotrotz. Zandalor, ich bin endlich da. Lass uns alles weitere besprechen. Ich will endlich alles wissen über mein Schicksal und das Gezeichnetsein und worauf ich achten muss. Bitte drücken Sie mir eine Gebrauchsanleitung dafür aus. Hallo, mein Herr. Ihr die Schenke hier besuchen? Ja, warum fragt ihr? Erstmal gucken. Schon gut. Ein Rat habe ich für euch. Fordert Watzlaw nicht um Kampf heraus. Wer ist dieser Watzlaw, den ihr erwähntet? Watzlaw ist ein verdammt guter Kämpfer. Er ist ein Preisboxer. Tu's nicht, Watzlaw ist verdammt stark. Er wird euch ernsthaft verletzen. Warum sprecht ihr so merkwürdig? Ich war so dumm, gegen Watzlaw zu kämpfen. Und das habe ich nur davon. Das stelle ich mir richtig bildlich vor, wie er irgendwie keine Zähne mehr im Mund hat. Boah. Achso, das habe ich schon gemacht. Ich muss jetzt gehen. Achso. Vielen Dank für die Warnung. Ich werde versuchen, diesen Watzlaw aus dem Weg zu gehen. Hab Dank für die Warnung. Wie stark kann dieser Watzlaw schon sein?
Ich glaube, ich werde ihn herausfordern. Ja, ich sag mal so, so stark sind wir noch nicht. Also werden wir erstmal ihm aus dem Weg gehen. Das ist eine Kugelscheiung. Ja, okay. Ja, ich glaube, ich muss euch das nicht erklären, dass ich die Musik auch sehr gern mag. Oh, hier haben wir schon die erste Alkoholleiche. Tavernengast. Silvana. Klingt eigentlich tatsächlich irgendwie wie so eine, ja, kleines Kammer-Hobby-Orchester, sage ich jetzt mal, die da in irgendeiner kleinen Ecke spielen bei Kerzenschein und die Gäste jubeln dazu. Und einige tanzen vielleicht sogar auf den Tischen. Ich meine, sieht jetzt hier nicht so aus. Aber ich finde halt, die Musik klingt so ein bisschen so. Kellnerin, bring mir was zu trinken, Süße. Grüß euch. Ich bin leider ziemlich im Stress momentan. Sprecht doch bitte mit dem Wirt, wenn es euch nach einem Getränk gelüstet. Warum? Wozu bist du denn da? Douglas. Okay, dann sprechen wir mal mit dir. Der sieht aber fast genauso aus wie Splinter, oder? Was wollt ihr, Fremder? Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Geht und belästigt die anderen Gäste mit euren dämlichen Fragen. Schert euch fort. Was hat der denn für ein Problem? Wollt ihr mich beleidigen? Nun, ihr scheint mir eine nervöse Ader zu haben. Geht doch zur Theke und leistet dem Wirt Gesellschaft. Bestellt euch dort einen ordentlichen Schnaps und lasst mich in Frieden. Bist du nicht der Wirt? Seht euch vor. Tavernengast. Hallo da, was macht ein anständiger Kerl wie ihr an einem solch verrufenen Ort? Was zur Hölle hat Zandalor hier eigentlich für eine Kneipe ausgesucht? Hallo Freund, was erzählt man sich so am Tresen? Wir waren gerade dabei, Gespenstergeschichten zu erzählen. Das kennen wir schon. Nein, eigentlich wollte ich hier hinter dem Tresen wieder hervor. Aber wo ist denn der Wirt? Das finde ich jetzt merkwürdig. Tavernengast. Reden wir erstmal mit dir. Irgendjemand muss doch auch hier mal Zandalor gesehen haben. Hallo. Ihr schaut besorgt aus. Was ist euer Problem? Oh, es ist wegen meines Freundes Christoph. Er hat die verrückte Idee, Watzlaw in einem Kampf hier in der Taverne zu schlagen zu wollen. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Was könnt ihr mir über diesen Kampf erzählen? Es ist ein grausames Schauspiel. Leute steigen für Geld gegen Watzlaw in den Ring. Er ist ein ziemlich starker Bursche. Ich denke nicht, dass ihn irgendjemand schlagen kann. Oh, du hast doch schon eine Keule dabei. Was hast du vor damit, Frau? Ich muss jetzt wirklich gehen. Dann gehen wir mal hier in den hinteren Bereich. Voter. Aha. Seid gegrüßt, mein Herr. Was kann ich für euch tun? Seid gegrüßt. Was führt euch hierher? Ich suche nach einem Mann namens Zandalor. Er ist ziemlich alt und trägt einen Bart. Wir wollten uns hier treffen. Ja, fragen wir erstmal das. Obwohl. Ja. Zandalor, welch ein Zufall. Ich suche selbst nach ihm. Das bedeutet, dass auch ihr ein Gezeichneter seid. Aha, wir haben unseren Mitstreiter gefunden. Yay! Zandalor sagte etwas davon, dass ich ein Gezeichneter sei. Wisst ihr, was all das zu bedeuten hat? Ich stehe der Angelegenheit genauso ratlos gegenüber wie ihr. Entschuldigt. Wisst ihr, wo Zandalor ist? Er ist zur Burg Eisenfaust aufgebrochen, um einen weiteren Gezeichneten zu finden, glaube ich. Wo liegt Burg Eisenfaust? Das ist jetzt nicht dein Ernst, Lucien. Entschuldigt, ich muss mal kurz mich ein bisschen anders hinsetzen. So. Wo liegt Burg Eisenfaust? Frag mal trotzdem erstmal der Reihe nach, das runter. Hier, lasst es mich auf eure Karte einzeichnen. Wir kriegen immer mehr Fähnchen hier dazu.
Wie viele von diesen Gezeichneten gibt es überhaupt? Nicht, dass jeder zweite einer ist. Zandalor sprach davon, dass es drei seien. Ihr und ich und derjenige, den er auf der Burg Eisenfaust treffen will. Aha. Ich denke, ich werde mich zur Burg begeben und ihn dort suchen. Zandalor sagte, wir sollen hier warten. Ich bin sicher, dass er demnächst zurück sein wird. Dennoch glaube ich, ich sollte besser zur Burg aufbrechen. Vielleicht steckt Zandalor in Schwierigkeiten und benötigt Hilfe. Und sollte er in meiner Abwesenheit zurückkehren, sagt ihm, dass ich von Zeit zu Zeit hier vorbeischauen werde. Also gut, vielleicht ist es wirklich nicht sinnvoll, dass wir beide hier warten. Also gut, ich werde jetzt aufbrechen. Ja, wie es zu erwarten war, Zandalor ist nicht hier. Schade eigentlich. Spruchrolle! Das ist bestimmt die Spruchrolle der Menschen. Schön, euch wiederzusehen, Freund. Stand euch eure Suche nach Zandalor unter einem guten Stern? Ja, das war jetzt nicht so Sinn und Zweck, dich gleich danach wieder anzusprechen.